Einen wunderschönen guten Morgen. Wir schreiben den 9. Dezember 2021 und ich komme euch heute mit Licht. Das hier ist von der Firma Meros, ein smarter Wi-Fi-Leuchtestreifen. So sieht diese Spule aus, die man bekommt, wenn man das kauft. Da sind 5 Meter aufgewickelt. Hier ist noch so der Rest, weil der andere Rest, der hängt bei mir unter der Decke. Und 5 Meter kosten um die 30 Euro. Das ist relativ unschlagbar. Weil der Aspekt ist, das ist nicht so eine Leuchtestreifengeschichte, die mit Alexa und Google Assistant arbeitet. Tut sie auch, natürlich, aber ist auch komplett HomeKit-kompatibel, wie dieses schöne Logo hier zeigt. Und HomeKit ist essentiell bei mir, geht nichts anderes. Das Schöne ist, ich muss mich mit keinen Apps eigentlich auseinandersetzen, eventuell für Firmware-Updates, aber ansonsten funktioniert das out of the box. Ich habe diesen Leuchtestreifen, der sehr dünn ist und so Kleber auf der Rückseite hat, in eine Leiste unter die Decke geklebt bei mir. Und der gibt jetzt indirektes Licht, so Akzentlicht. Und es ist ganz fantastisch. Ich möchte nicht sagen, dass mein Leben dadurch unglaublich viel besser geworden ist, aber doch, es kommt nah dran. Also indirektes Licht im Wohnzimmer zu haben, ist fantastisch. Also Beleuchtung ist so eine schwierige Geschichte und ich hatte mich darauf gar nicht so vorbereitet und das nicht eingeplant, aber dieser kleine Streifen, der macht ordentlich hell, also wirklich ordentlich hell, er macht auch bunt, das beschäftigt die Kinder dann für 5 lustige Minuten und er funktioniert einfach. Ich habe ihn mit so einem HomeKit-Button versehen, irgend so ein Button, der schaltet dann so HomeKit-Geräte. Der macht ganze Lichtszenensteuerungen und so weiter. Deswegen, ich muss nie eine Steckdose irgendwie einschalten, sondern da gibt es einfach einen Button und der schaltet den bei Bedarf ein. Ansonsten läuft das einfach über eine Automation in unserem Haus. Morgens wird es für ein paar Stunden hier in Finnland mal hell und dann wird es schon wieder dunkel. Deswegen muss dieses indirekte Licht eigentlich fast den ganzen Tag strahlen. Was es nicht hat, ist adaptives Licht, das sich anpasst. Das gibt es in dieser preiswerteren Version nicht. Dafür ist es sehr preiswert. Und wie ihr seht, es ist so dünn und lässt sich natürlich schnipseln und für die entsprechende Länge anpassen. Und es gibt es natürlich auch in 10 Metern. Das ist so dünn, das verklebt man an irgendwelchen Decken oder irgendwelchen Schränken. Das ist nichts, was man einfach so hinter eine Schrankwand wirft, sondern das ist wirklich zum Ankleben. Lässt sich natürlich auch dann flexibel um Ecken und Kanten drehen. Gefällt mir ernsthaft gut und der Preis ist natürlich ein Hit. 9. Dezember war das mit Licht von Meros. Morgen geht es an dieser Stelle wie gewohnt weiter.